Wir sehen sie seit Jahren wachsen. Die Macht der deutschen Regierung in Europa. Langsam, aber unaufhörlich durchdringt sie die krisengeschüttelten Nachbarstaaten. Und wir sehen das verheerende Handeln der Troika. Sie zermürbt ganze Regionen, treibt Millionen in den Ruin. Wir sehen sie. Die Zwangsräumungen, die Abschiebungen, die Drangsalierung durch Behörden, die Verarmung. Wir wehren uns, wenn wir die Kraft finden, schreien, wenn wir unsere Stimme wiederfinden und sehen mit offenen Augen, wie sie weiter wachsen. Die Exporte, die Gewinne, die Privatschulden, die Unsicherheiten und Berge voller Zumutungen. Viele verharren und hoffen, dass es vorübergeht. Doch das wird es nicht. Wenn wir kein Salz in die Wunden der Marktwirtschaft schütten, keine Risse vergrößern, keine Hebel ansetzen. Wir könnten verlieren, doch das tun wir auch, wenn wir stillhalten. In Griechenland wehren sie sich massenhaft und schicken eine neue Regierung gegen die Ideologie der Alternativlosigkeit. Doch dies wird nicht reichen. Es gibt sie längst. Die Netzwerke des Anderen, des gemeinsamen Organisierens, des Widerstandes gegen autoritäre Marktlogiken, des Strebens nach dem guten Leben für alle. Aus der Not geboren, im Elfenbeinturm vergessen, im Kleinen gescheitert oder im Großen nur zum Teil gelungen. Egal, es gibt sie und wir brauchen sie dringender denn je. Was passiert, wenn die Solidarität vieler erwacht und Ländergrenzen in der Wut verdampfen, die uns alle vereint? Wenn sich unzählige aus ganz Europa aufmachen, um ein Symbol zu stürzen? Die Europäische Zentralbank, die nur ein Spieler ist, aber irgendwo muss es beginnen. Und am 18. März wird es vor der EZB sein.